Ja, und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung mit dem Krone GTXM Big M. Ja, es hat eine Schneidebreite von 13,50 m, einen Tank von 700 Liter, 75 Euro pro Tag und fährt 75 km/h. Ja, also das an der Zeige hier stimmt nicht. Also er fährt 75. Ja, er ist in verschiedenen Varianten. Standard oder mit Anhängerkupplung, dann Farbe, ja, Design. Ja, so sieht aus. Ich habe jetzt meinen Grün genommen mit schwarze Felgen. Er sieht 1 zu 1 aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hat auch eine Rückfahrkamera, werden wir jetzt gleich sehen. So, das ist ein Rückfahr, also das ist sie. Ja. Mit Plus 1 Rundumleuchte, mit Numpad 1, 2 und 3 Blinker. F-Licht. Ja, Rückwärtspflicht, Bremslicht. Ja, wenn man aussteigt, bleibt es an, die Rundumleuchte. So, ich habe jetzt mal einen Anhänger dran, weil ich Gras brauche für die Futtermischanlage. So, jetzt klappen wir es mal auf. Mit V senken und mit B anschalten. So, ja. Und schon geht's los. Breite nutzt er auch aus, ist gut. Jetzt fahren wir ums Eck, ob er auch alles auffängt. Nee, tut er nicht. Schade. Aber naja. Sehen 20 km/h. Mit 1886 Umdrehungen. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, das ist die Füllanzeige mit Spritmäßig. Die Spiegel sind auch funktionsfähig. Auch recht gut. Ja. Ja, da wollte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder. Klein, aber fein. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.